Herzlich willkommen beim Video von Tuning Block, in dem wir euch den brandneuen Kia Tasman, Kias ersten Pickup, vorstellen. Der Tasman bringt eine frische Brise aus Korea in die Welt der Trucks und ist bereit, den etablierten Konkurrenten wie dem Ford Ranger und dem Toyota Hilux ordentlich einzuheizen. Bevor wir ins Detail gehen, denkt daran, uns ein Abo dazulassen, um keine spannenden Neuigkeiten mehr zu verpassen. Der Kia Tasman bietet alles, was man sich von einem Pickup der nächsten Generation wünschen kann. Ein markantes, eigenständiges Design, Offroad-Qualitäten und zahlreiche Ausstattungsvarianten. Der Tasman kommt sowohl mit Einzel- als auch mit Doppelkabine auf den Markt und wird auf manchen Märkten sogar als reines Fahrgestell verfügbar sein. Leider wird er in Europa nicht erhältlich sein, aber in Ländern wie Südkorea, Australien, dem Nahen Osten und Afrika kann man sich auf den neuen Kia-Truck freuen. Seine Optik fällt durch die ungewöhnliche, schnurrbartartige Verkleidung der Karosserie auf, die an den Radkästen mit schwarzem Kunststoff ausgestattet ist und optional den gesamten Radkasten umgibt. Besonders markant ist auch die Frontpartie des Tasmans. Vertikale Scheinwerfer, die an die Seiten verschoben sind, ein überdimensionales Kia-Logo und eine kraftvolle Motorhaube verleihen dem Truck eine muskulöse Präsenz, die nicht unbemerkt bleibt. Im Inneren präsentiert sich der Tasman nicht wie ein klassischer, robuster Truck, sondern bietet Komfort und Technik, die eher an einen PKW erinnern. Kia hat den Tasman mit drei Bildschirmen ausgestattet: einem 12,3 Zoll großen Digitalinstrument, einem 5 Zoll Bildschirm in der Mittelkonsole und einem weiteren 12,3 Zoll Touchscreen für das Infotainment-System. Trotz des modernen Bildschirmdesigns hat Kia darauf geachtet, einige traditionelle Schalter für die wichtigsten Funktionen beizubehalten. Dies sorgt für eine intuitive Bedienung, bei der man nicht ständig durch Menüs wischen muss. Dass der Tasman ein echtes Arbeitstier ist, erkennt man an den praktischen Offroad-Funktionen. So gibt es einen Sperrdifferentialschalter und eine Möglichkeit, den Low-Range-Modus zu aktivieren. Die Abmessungen des Tasmans sind ebenfalls beeindruckend. Mit einer Länge von 5,38 Metern und einer Breite von 1,9 Metern bietet er genug Raum für alles, was ein Truck transportieren soll. Der Radstand von 3,7 Metern sorgt für ein stabiles Fahrverhalten auf unterschiedlichstem Gelände. Angetrieben wird der Tasman je nach Markt von einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einer 8-Gang-Automatik und ist wahlweise mit Hinter- oder Allradantrieb erhältlich. In Korea kommt ein 2,5 Liter großer Benzinmotor mit 281 PS zum Einsatz, der den Truck in 8,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 185 Stundenkilometern erreicht. In Australien gibt es einen 2,2 Liter großen Turbodiesel mit 210 PS, der eine ähnliche Endgeschwindigkeit erreicht, jedoch 10,4 Sekunden braucht, um die Marke von 100 Stundenkilometern zu erreichen. Mit einer maximalen Anhängelast von 3.500 Kilogramm und einer Nutzlastkapazität von bis zu 1.195 Kilogramm ist der Tasman mehr als nur ein schicker Truck. Seine Ladebox fasst ein Volumen von 1,16 Kubikmetern, was reichlich Platz für Werkzeug oder Ausrüstung bietet. Die robuste Doppelquerlenker-Vorderachse und die starre Hinterachse mit Blattfedern sorgen dafür, dass er auch auf anspruchsvollem Gelände bestens zurechtkommt. Der Kia Tasman ist so gebaut, dass er selbst bis zu 80 cm tiefes Wasser durchqueren kann. Um den Innenraum vor eindringendem Wasser zu schützen, gibt es spezielle wasserdichte Anschlüsse. Außerdem ist der Tasman mit All-Terrain-Reifen erhältlich, die entweder 17 oder 18 Zoll groß sind, sowie mit mehreren Fahrmodi wie Desert, Mud, Snow und Rock, um die unterschiedlichsten Oberflächen sicher zu meistern. Auch in Sachen Komfort lässt der Kia Tasman nichts zu wünschen übrig. Kia verspricht eine in seiner Klasse führende Kopffreiheit, Schulterfreiheit und Beinfreiheit in der zweiten Reihe. Die Rücksitze lassen sich je nach Wunsch um 22 bis 30 Grad verstellen und bieten bei Bedarf zusätzlichen Stauraum unter den Sitzen. Es gibt zwei kabellose Ladestationen für Mobilgeräte, ein Harman Kardon Soundsystem, einen praktischen Konsolentisch und sogar Haltegriffe an den A-Säulen. Ein besonderes Highlight sind die 13 Zubehörteile, die Kia ab Verkaufsstart anbieten wird. So gibt es Räder im Beadlock-Stil, seitliche Trittbretter, eine beleuchtete Ladefläche mit verschiedenen Optionen wie Schmetterlingstüren, einer verschiebbaren Tonneauabdeckung oder einem Überrollbügel.
Wer noch mehr Abenteuer möchte, kann den Tasman sogar mit einem Dachträger für ein Dachzelt ausstatten. Der Kia Tasman soll Mitte 2025 zunächst in Südkorea auf den Markt kommen und anschließend in Australien, Afrika und im Nahen Osten erhältlich sein. Für Saudi-Arabien plant Kia sogar eine eigene Markteinführung auf der Jeddah International Motor Show. Das Unternehmen arbeitet parallel an einem vollelektrischen Modell, das bis 2027 auf den Markt kommen soll. Dieser vollelektrische Tasman könnte auch auf anderen Märkten, vielleicht sogar in Europa, angeboten werden. Abschließend möchten wir euch daran erinnern, ein Abo dazulassen, um in Zukunft weitere spannende Neuigkeiten und Tests wie diesen nicht zu verpassen.